Hallihallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich als bekennender Fan der asiatischen Küche ein rindergeschnetzeltes oder Rinderragout oder wie auch immer ihr das nennen möchtet, mit sehr, sehr asiatischem Touch mitgebracht. Wir haben schon mal 500 Gramm relativ mageres Rindfleisch, das man so zum Kurzanbraten nimmt. Aus der Hüfte zum Beispiel haben wir schon mal in Streifen geschnitten und das müssen wir marinieren, bevor wir das anrichten, bevor wir es garen. Und die Marinade, die geht wie folgt. Ich habe hier eine rote Chilischote, die habe ich entkernt und auch schon mal geteilt. Dann 20 Gramm Ingwer und hier unten hat sich noch eine Knoblauchzehe versteckt. Das kommt jetzt hier in unseren Kessel und wird 6 Sekunden auf Stufe 6 zerkleinert. So, das Ganze müssen wir im Kessel noch ein bisschen nach unten drücken. Jetzt sehe ich, der Ingwer ist nicht komplett geschreddert. Ich lasse das noch mal ein paar Sekunden laufen hier auf Stufe 6, damit auch die letzten Ingwerstückchen klein gehackt sind. So, das sieht gut aus. Das haben wir jetzt hier so ein schönes Ingwer, Chili, Knoblauch Mix. Ja, das sind ja wirklich Säulen der asiatischen Küche. Ja. Chili, Knoblauch, Ingwer und ebenso natürlich Sojasauce. Davon brauchen wir für die Marinade 40 Gramm, die wir gleich in den Kessel einwiegen. Und Sesamöl, ja, da brauchen wir nicht ganz so viel, nur 20 Gramm. Das ist auch so was typisch asiatisches, Sesamöl. Das ist echt was, was ich auch mit dieser Küche verbinde. Einfach das an Gemüse ran und das gibt dem wirklich nochmal einen ganz tollen Geschmack. Das Ganze nochmal 2 Sekunden Stufe 2 miteinander vermischen und dann ist auch unsere Marinade schon fertig. Okay, und jetzt kommt ein weiteres typisch asiatisches Gewürz, das ist Koriander. Koriander spaltet meines Wissens nach die Nation in die, die es lieben und die, die es verabscheuen. Es gibt Leute, die sagen, es schmeckt wie Spülmittel. Ich bin ganz ehrlich, man muss sich an Koriander echt rantasten. Ich mochte das am Anfang auch nicht. Mittlerweile möchte ich auf den Geschmack nicht mehr verzichten. Noch mal ein bisschen runterdrücken alles und dann noch mal so 5 Sekunden Stufe 6 das Ganze schreddern. So, und damit ist unsere Marinade fertig. Es riecht wirklich großartig. Das kommt jetzt natürlich hier zu dem Fleisch dazu. Möglichst alles raus, dass nichts von den guten Inhaltsstoffen hier drin bleibt. Gerade auch der Koriander und der Chili, das ist wirklich, das gibt dem einen extrem typischen Geschmack. Und das vermischen wir jetzt natürlich miteinander, damit das auch schön einheitlich ist. Ja, ich mache das jetzt so mit den Händen, da müsst ihr natürlich dann nachher aufpassen. Gut die Hände waschen, wegen des Chilis, wenn ihr das in die Augen reibt, brennt wie die Hölle. Das sieht doch schon mal gut aus und vor allen Dingen riecht es auch wirklich fantastisch. Der Ingwer, der kommt ganz toll raus. Das Ganze lassen wir jetzt eine halbe Stunde im Kühlschrank ziehen. Ich wasche mir die Hände, stelle es in den Kühlschrank und dann sehen wir uns in 30 Minuten wieder. So, liebe Leute, es sind noch 10 Minuten, bis unser Fleisch so durchmariniert ist. Ihr könnt die Marinierzeit natürlich auch länger gestalten, ja, das ist gar kein Problem. Aber in 10 Minuten ist die halbe Stunde rum, deswegen mache ich jetzt hier schon mal weiter mit dem Reis. Und zwar nehme ich einen Esslöffel, einen gestrichenen Esslöffel von unserem Suppengrundstock. Ihr könnt natürlich auch Gemüsebrühe nehmen, den Suppengrundstock, den selbstgemachten, bevorzuge ich allerdings. Dann kommt der Gareinsatz rein und wir wiegen 200 Gramm Basmati-Reis ein. Ja, auch da könnt ihr natürlich normalen
Reis nehmen, Parboiled oder was auch immer. So, passt. 200 Gramm Reis, dann 1200 Milliliter Wasser. Und dann können wir den Reis schon mal kochen. 10 Minuten, Stufe 1, Baroma. Ja. Wenn ich den Deckel jetzt noch hätte, ah, hier ist er, der Deckel. Also 10 Minuten schon mal anfangen zu kochen. Und dann melde ich mich gleich wieder. So, der Reis hat jetzt schon mal 10 Minuten gekocht. Als nächstes brauchen wir 250 Gramm Bohnen und eine rote Paprika. Das verteilen wir hier unten im Baroma, ein bisschen durcheinander bringen, dass das gleichmäßig alles ist. Dann kommt der Einlegeboden rein und auf den Einlegeboden unser mittlerweile hoffentlich gut mariniertes Fleisch. Das kommt hier auf den Einlegeboden. Auch schön verteilen, dass da jetzt nicht zu viel überlappt. Und dann sind wir eigentlich schon beim vorletzten Arbeitsschritt. Das Ganze wird jetzt nochmal 12 Minuten, Stufe 1, Baroma natürlich, gedünstet. Und dann melde ich mich gleich wieder. So, es riecht schon mal wirklich fantastisch und auch unser Fleisch sieht großartig aus. Ich wage jetzt mal eine Garprobe. Ha, heiß. Hätte ich vorher wissen müssen. Mmh. 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 Ein Gedicht. Leute, wirklich butterzart. Ein absoluter Traum. Wahnsinn. Reis müssen wir noch rausnehmen. Und stell das mal hier auf den Teller, denn wir leeren jetzt die Garflüssigkeit aus dem Mixtopf. Wir brauchen 380 Milliliter, ja, von dieser Garflüssigkeit. Den Rest, ja, entsorgen wir. Was ich jetzt schon vorbereitet habe, ist, dass ich 10 Gramm Speisenstärke in 20 Gramm Wasser glatt gerührt habe. Das vermischen wir jetzt hier mit unserer Garflüssigkeit. Dann kommen noch 20 Gramm Tomatenmark dazu. Noch ein bisschen Salz dazu. Und das Ganze kochen wir jetzt noch einmal auf. Und zwar 2 Minuten, 100 Grad bei Stufe 3. So, in der Zwischenzeit könnte man das hier jetzt auch schon mal anrichten. Das tue ich jetzt auch. So, dann ist die Soße nämlich gleich fertig. Leute, das riecht total klasse. Ingwer, Koriander, Chili, es sieht auch jetzt schon großartig aus. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt eine Soße zu braucht. Ich stelle das mal nach hinten. Cool, echt cool. Und wie immer schnell gemacht. Ja, klar, es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis das Fleisch mariniert ist und das alles gekocht ist. Aber hey, lass das mal jetzt irgendwie ohne jetzt das Marinieren 20 Minuten Arbeit sein. Ja, das Marinieren, wie gesagt, könnt ihr auch schon 2 Stunden vorher machen oder wenn man Zeit hat. Ja, je länger das mariniert, desto besser ist es natürlich. Ja, diese halbe Stunde, die wir jetzt gemacht haben, das ist, denke ich, wirklich so die Minimumzeit. Das Süßchen ist auch fast fertig. Warten wir noch ein paar Sekunden und dann kommt die finale Abschmeckphase. Und damit ist unsere Soße fertig. Da würde ich jetzt nicht zu viel nehmen von. Einfach vielleicht so ein bisschen auf die Tomaten. So ein bisschen auf den Reis. Und ein kleines bisschen so was Fleisch. Das würde ich dann, aber das reicht eigentlich schon. Und jetzt
kommt mein Lieblingsteil in jeder Sendung. Ich darf essen. Also das Fleisch habe ich ja schon probiert. Jetzt müssen wir das natürlich noch mit der Soße probieren. Das ist echt genial. Also ich sag mal so, wenn ihr keinen Ingwer und keinen Koriander mögt, ist das ein Problem, weil das schmeckt man wirklich raus. Aber das Fleisch ist wirklich butterzart. Auch das Gemüse. Genau richtig getimt. Wahnsinn. Herrlich. Reis noch. Ganz ehrlich, das könnte eins meiner neuen Lieblingsgerichte werden. Ich bin absolut begeistert. Also es ist jetzt natürlich kein echtes asiatisches Gericht, sondern ein Gericht asiatischer Art, ne? Oder nach Asia-Art. Aber Leute, das da ist wirklich ein absoluter Klopper. Ich rede jetzt auch gar nicht so viel, weil, wie gesagt, da hinten sitzt die Hanna, die will das auch essen. Ja, wobei, ich könnte jetzt extra noch ein bisschen reden, damit sie nichts zu essen kriegt. Ihr müsst ja auch noch warten, bis das bei euch zu Hause fertig ist. Was ich hoffe, dass ihr das unmittelbar, nachdem ihr das gesehen habt, nachkocht, denn es ist wirklich absolut fantastisch. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, das ist ganz wichtig, denn da bekommt ihr jede Woche neue Rezepte aus dem Wunderkessel. Ich freue mich, von euch zu lesen, von euch zu hören. Sagt bis dahin tschüss und guten Appetit.